Eine Brise weht hier fast immer in der Stadt Natal in Nordbrasilien. Hinter den paradiesischen Stränden kann man die Zukunft dieser bislang armen Region sehen. Hunderte Windräder der neuesten Generation. Jedes Rotorblatt ist 70 Meter lang. Diese Gegend hat eines der größten Potenziale für Windenergie der Welt. Schon jetzt wird hier innerhalb Brasiliens die größte Menge Strom aus Windkraft produziert. Deutschland soll davon profitieren, findet Wirtschaftsminister Habeck, der auch deshalb mit einer Unternehmensdelegation nach Brasilien gereist ist. Deutsche Konzerne wollen die Zusammenarbeit beim grünen Wasserstoff ausbauen. ThyssenKrupp kündigte an, seinen brasilianischen Partner zu unterstützen, die Produktion von grünem Wasserstoff zu vervierfachen. Wenn also dort die Produktion von Wasserstoff zusätzlich zu dem, was die Brasilianer brauchen, auf den Weltmarkt kommt, wäre das super für den Weltmarkt und natürlich auch für Deutschland. Grüner Wasserstoff erzeugt aus Windenergie. Darauf setzen sie hier in Natal. Überall entstehen neue Windparks. Dieses Forschungsinstitut kooperiert seit Jahren mit deutschen Partnern. Das Ziel in den kommenden Jahren, die Entwicklung und Produktion klimaneutraler Treibstoffe, zum Beispiel für Flugzeuge. Bereits erste Früchte trägt die Zusammenarbeit mit der Universität Trier. Brasiliens erster batteriebetriebener Strandbuggy, klimaneutral dank der unendlichen Ressource Wind. Nachdem wir bereits mit Erfolg viele neue Windparks überall an Land bauen, wollen wir bald schon den nächsten Schritt gehen und Windkraft auch auf dem Meer vor der Küste installieren. Hunderte Gigawatt zusätzlich betrage das Offshore-Potenzial in Brasilien, so die Forscher. Genug, so die Hoffnung für den Export klimaneutraler Energieträger auch nach Europa.